Urteil des Bundesarbeitsgericht, ein pauschales Kopftuchverbot für eine Lehrerin im Schuldienst benachteiligt die Lehrerin. Es ist rechtswidrig und die Lehrerin kann Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verlangen. Was hat es mit dem Urteil auf sich? Was sind die Folgen? Und wie ist das Urteil zu bewerten? Dazu mehr im heutigen Video. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und wir bewegen uns heute in einem der momentan spannendsten Bereiche im Arbeitsrecht, wenn wir mal die ganzen Themen rund um Corona und die Entwicklung weglassen. Und zwar das Thema Religionsfreiheit am Arbeitsplatz. Und wenn dann noch das Ganze im Bereich der Schule, einer Schule spielt, dann wird es wirklich sehr, sehr spannend, weil man letztendlich gar nicht mehr in der Lage ist, die vielfältigen Abwägungspunkte, die da zu berücksichtigen sind, nachzuvollziehen und dementsprechend auch das Ergebnis sich da sehr, sehr schwer vorhersagen lässt. Der Gesetzgeber hatte in Berlin, da spielte das Ganze, ein sogenanntes das Berliner Neutralitätsgesetz verabschiedet und hat gesagt, wir wollen grob gesagt in den Schulen die religiösen Symbole vermeiden. Eine Klägerin hat sich in Berlin im Rahmen eines Quereinstiegs mit berufsbegleitendem Referendariat für eine Beschäftigung als Lehrerin in den Fächern Informatik und Mathematik in der integrierten Sekundarschule beworben, beziehungsweise dem Gymnasium oder der beruflichen Schule, also offensichtlich die Bewerbung war so ein bisschen weiter gefasst, beworben und hat bei einem Gespräch wurde sie von einem Mitarbeiter der zentralen Bewerbungsstelle auf die Rechtslage nach dem Berliner Neutralitätsgesetz angesprochen und sie hat daraufhin erklärt, ich werde das Kopftuch auch im Unterricht nicht ablegen. Also ich werde nicht nur damit zur Schule kommen und dann es im Spind verstecken, sondern ich werde es auch im Unterricht tragen. Und dann ist sie mit der Bewerbung erfolglos geblieben und hat dann eine Entschädigung nach dem AGG, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, beantragt, weil sie gesagt hat, allein aufgrund dieser ganzen Situation gibt es Indizien dafür, dass ich vom beklagten Land wegen meiner Religion benachteiligt wurde und das ist der klassische Anspruch des AGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, aus dem man dann auch nicht mehr herauskommt. Entscheidende Frage ist hier eigentlich nur gewesen, inwieweit hilft jetzt dem Arbeitgeber, dem beklagten Land, das sogenannte Berliner Neutralitätsgesetz und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, leider gar nicht. Und zwar im Wesentlichen mit folgenden Erwägungen. Die Klägerin hat eine unmittelbare Benachteiligung erfahren im Sinne des AGGs, ja, und sagt eben durch diese Ansprache und die Erklärung und dann das nicht danach nicht einstellen, hat sich eben die Vermutung begründet, dass das wegen Tragens ihres religiösen Symbols Kopftuch erfolgt sei. Und diese Vermutung hat das Land nicht widerlegt. Das konnten die auch gar nicht. Ja, da hörte ich, brauchte ich jetzt auch gar nicht. Ich gucke jetzt gerade mal in die Entscheidungsgründe mit so ein bisschen rein, aber das hätte ich schon so sagen können, das können die auch nicht widerlegen. Ja. Und die Frage ist jetzt nur, ist diese Benachteiligung irgendwie im Sinne von des AGGs gerechtfertigt? Und da hatte eben das Land gesagt, wir haben doch das Berliner Neutralitätsgesetz. Ja, Paragraph 2 sagt, Lehrkräften ist es untersagt, innerhalb des Dienstes auffallend religiös oder weltanschaulich geprägte Kleidungsstücke und damit auch das sogenannte islamische Kopftuch zu tragen. Also das ist eigentlich die einzige spannende Frage. Kann im Rahmen dieses Neutralitätsgesetzes jetzt der Arbeitgeber sagen, dass diese Benachteiligung quasi durch diese Gesetzeslage gerechtfertigt ist und das Bundesarbeitsgericht sagt, nein, geht nicht, denn
Das Berliner Neutralitätsgesetz muss im Lichte der europäischen Rechtsprechung ausgelegt werden. Und wenn man das sozusagen verfassungskonform auslegt, dann kommt man dazu, dass auch nur dann, wenn eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden und ähnliche wichtige Dinge von der Bewerbung von dem Tragen des Kopftuchs ausginge. Es muss eine konkrete Gefahr sein, eine abstrakte Gefahr, Kopftuch und die Leute sagen, Religion, ja, Kopftuch ist ungewöhnlich, es ist vielleicht radikal. Das alles reicht nicht aus. Ja. Also, das Landesarbeitsgericht hatte das ja auch schon gesagt, hatte ja auch schon eine Entschädigung zu einer Entschädigung verurteilt. Jetzt ist ja nur die Frage, wie geht es jetzt beim Verfassungsgericht in so einem Fall weiter? EuGH, weiß ich nicht, wer da jetzt als nächstes dran ist, ja, wen die jetzt, wie die jetzt im Zweifel das Land da auch, Land Berlin auch weiter vorgeht. Also mein Gefühl ist, das wird wohl in dieser Richtung alles bestehen bleiben. Finde ich das schön? Also es gibt zwei Überlegungen für mich dabei. Das eine ist, dass ich als jemand, der selbst nicht religiös ist, religiöse Symbole eigentlich ganz gern aus der Schule raushaben würde. Zum anderen gehören aber auch nun mal religiöse Symbole zum Leben dazu. Und auch eine Vielfalt der Menschen gehört zum Leben dazu. Toleranz, Akzeptanz auch einer anderen Meinung, auch eines anderen Glaubens. Das sind ja Dinge, die sogar in unserer Verfassung geregelt sind. Und es gibt ja, das ist ja jetzt hier nichts, was sich das Bundesarbeitsgericht jetzt hier aus den Fingern saugt, sondern das sind ja Dinge, die eben auch im Grundgesetz stehen. Ja? Sodass im Endergebnis, auch wenn mir persönlich das Urteil nicht gefällt und ich von meinem Reflex her, also sehr, sehr gut, ausnahmsweise mal selten, dass ich das Land Berlin irgendwie und die Regierung dort irgendwo bei irgendetwas verstehen kann. Ja. Aber in dem Fall kann ich das eigentlich gut nachvollziehen. Aber es wird aus meiner Sicht keinen Weg daran vorbeiführen, dass diese Rechtsprechung hier so bestehen bleibt. Ja. Also ich bin gespannt, was jetzt entsprechend wie das jetzt weitergeht, ob es da noch überhaupt weitergeht. Und ansonsten, wenn das jetzt auf die konkrete Gefahr sich beschränkt, dann ist das Berliner Neutralitätsgesetz, aus meiner Sicht kann man es, was diese Problematik betrifft, in die Tonne kloppen, ich sage es mal so deutlich. Denn bei einer konkreten Gefahr würde man auch ohne das Neutralitätsgesetz dazu kommen, dass bei einer Ablehnung einer Einstellung sich niemand auf das AGG gefährden kann, also berufen kann. Also wenn Sie jetzt sagen, ich bin hier fanatischer Anhänger des IS und bewerbe mich jetzt als Quereinsteiger in die Schule und der Interviewer oder der, wie nennt man den jetzt, also der Arbeitgebervertreter, der jetzt dieses Bewerbungsgespräch führt, der fragt, sagen Sie mal, was werden Sie denn lehren? Und Sie sagen, den Hardcore-Koran mit Scharia und so weiter, dann hätten Sie wohl eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden und dann könnte derjenige sagen, was er wollte, er könnte ja drei Kopftücher umbinden oder diejenige. Es wäre keine Diskriminierung, die ihn zu einer Entschädigungsforderung nach dem AGG berechtigt. Ja, wir werden weiter berichten, wie das weitergeht, wenn es weitergeht, was dann über das Neutralitätsgesetz, welche Auswirkungen das hat. Ich muss immer dazu sagen, ich lese jetzt hier auch die Pressemitteilung, das sagt dann immer, man liest dann nochmal den einen oder anderen Kommentar dazu, hört, was so Kollegen, die sich wirklich gut damit auskennen. Ich bin Kündigungsexperte, ja, das AGG, also in vielen Punkten verstehe ich es nicht, halte es auch in vielen Punkten nicht für so sehr praktikabel, ja, wenn Sie jetzt mal nur an die kurzen Fristen denken, innerhalb derer man Ansprüche geltend machen kann, dass viele Leute, bevor die auf die Idee kommen, einen Anspruch geltend zu machen, sind die Fristen schon abgelaufen. Das ist alles aus meiner Sicht, ja, so
man setzt Zeichen, aber so richtig für eine Rechtsverfolgung oft nicht so geeignet. Ja. Es knüpft an sehr formale Dinge an durch die Frage der Beweisumkehr. Aber dazu werde ich nochmal ein aktuelles Video machen und werde mal so den Stand, den wir im Moment da haben, an der Front nochmal ein bisschen zusammenhängender darstellen. Wenn Sie das interessiert, abonnieren Sie gerne den Kanal. Wenn Sie selbst Probleme haben, ich hatte schon diverse Anfragen im Zusammenhang mit dem Kopftuch, auch von Arbeitnehmern, die gesagt haben, ich bin ohne Kopftuch in die Firma gekommen, habe dann meinen Ehemann kennengelernt und jetzt weiß ich, was richtig ist und ab morgen bin ich das Kopftuch um. Hörspannend, ja. Wenn Sie deswegen die Kündigung bekommen, hatte ich auch schon solche Fälle. Also interessiert mich, schreiben Sie das gerne anonym in die Kommentare, solche Fälle. Und wenn Sie selbst wirklich ein Problem haben, können Sie bei Kündigung unsere kostenlose Möglichkeit nutzen, mit einem Anwalt zu sprechen, zu gucken, ob man in Ihrem Fall etwas machen kann. Ich sage Ihnen ganz offen, in diesen Fällen kann man immer etwas machen. Danke. Tschüss.